Hallo und herzlich willkommen bei Taktgefühl. Wir wollen heute unser Jahr so ein bisschen rückblicken und recappen und dafür haben wir uns ein Format rausgesucht, was wir bei der lieben Sandra von Pilsali gesehen haben. Und zwar hat sie das, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gemacht und ihr Jahr so ein bisschen in Momente aufgeteilt und besonders hervorstechende Momente ein bisschen geteilt. Und das wollten wir heute auch mal machen. Genau. Und dann fangen wir auch direkt mit dem ersten Moment, und zwar unser Bucketlist-Moment, das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon machen wollten. Und das war nämlich unser Wanderritt, den wir tatsächlich dann mal mit beiden Pferden gemacht haben. Wir hatten noch eine Freundin mit dabei. Da gibt es auch einen kleinen Blog zu, für die, die das interessiert. Und ja, das stand schon irgendwie die ganze Zeit auf unserer Liste. Wir hatten ja damals die Wanderung mit Hanno gemacht und dann so ein bisschen darauf gehofft, dass wir vielleicht irgendwann noch die Möglichkeit haben, mit zwei Pferden unterwegs zu sein und wirklich einen Wanderritt zu machen und nicht nur eine Wanderung. Und ja, das war dann ganz schön. Drei Tage in der Eifel unterwegs. Ja, passend dazu, den haben wir dieses Jahr nicht geschafft, Moment. Und zwar wollten wir immer an den See reiten mit den Pferden. Wir haben hier in der Nähe, also so zweieinhalb Stunden Rittzeit hin, einen kleinen See, wo man theoretisch auch mit den Pferden rein kann und schwimmen kann. Ja, das ist einfach nichts geworden. Irgendwie haben wir das einfach nicht geschafft. Dann haben wir unseren stolzesten Moment, also das sind jetzt unabhängige Momente voneinander. Bei mir ist es auf jeden Fall das Angaloppieren. Es gab eine Reiteinheit, wo Mila wirklich, also für die Leute, die uns jetzt schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen vielleicht, dass ich so ein bisschen Probleme mit dem Angaloppieren habe und das sich durch mein ganzes Reiterleben irgendwie durchzieht, dass das ein Thema ist. Und es gab eine Reiteinheit, wo das mit Mila wirklich, wirklich, wirklich gut funktioniert hat und auch so ein bisschen vom Gefühl her, von jetzt auf gleich. Also es war nicht ganz, also es wurde immer ein bisschen besser, aber dann gab es so diesen einen Knackmoment irgendwie. Und ja, das war einfach schön und so befreiend. Da war ich sehr stolz auf uns beide, dass wir das so hinbekommen haben. Ja, mein stolzester Moment war, dass ich mich getraut habe, mit Hanno alleine im Sommer nach Bückeburg zu fahren. Weil das irgendwie auch sehr lange so ein bisschen auf meiner Bucketlist stand und ich mich sehr darauf gefreut hatte. Beziehungsweise ich hatte das ja im letzten Jahr schon gebucht und musste dann mich im Endeffekt nur noch trauen, hinzufahren. Und das war die erste Hängerfahrt mit Hanno und mir, wo ich einfach alleine halt 3-4 Stunden gefahren bin. Genau. Und dann mit ihm dort war. Und eine sehr lehrreiche Zeit hatte. Ja, der nächste Moment wäre unser Fail-Moment. Und da haben wir auch gleich zwei. Einmal, das haben vielleicht viele von euch auch schon im Turnierblog gesehen, ist der Hanno mir bei unserem ersten Working-Turnier aus dem Dressurviereck gesprungen. Das, ja, war ein bisschen Fail. Ja, zum anderen wollten wir mit Hanno zum Working Training, also Sarah wollte mit Hanno zum Working Training und wir wollten einen kleinen Vlog daraus machen, euch mitnehmen, das so ein bisschen einfach kommentieren am Ende. Als wir dann vor Ort waren, ist uns aufgefallen, dass wir die Kamera zu Hause vergessen hatten. Die lag da noch hier und die Handys hatten auch nicht mehr so viel Akku. Ja, ich habe dann ein bisschen mit dem Handy aufgenommen, aber wirklich brauchbar waren die Aufnahmen dann leider nicht und deshalb gab es bis jetzt von Hanno und Sarah noch keinen Working Vlog, sondern nur von Mila und mir. So ein Jahr hat natürlich nicht nur schöne Momente oder lustige Momente, sondern auch traurige Momente. Und ja, für mich war einer der traurigsten Momente auf jeden Fall, dass Mila ausgezogen ist. Das kam sehr plötzlich. Die Besitzerin hat sich relativ spontan dazu entschieden, den Stall zu wechseln. Und ja, das war dann doch so ein bisschen schade einfach, weil gerade in den letzten Wochen davor hatte ich mich nochmal so wirklich mit ihr zusammengefunden und wir haben irgendwie so eine noch tiefere Verbindung irgendwie aufgebaut und dann war es irgendwie sehr schade, dass sie halt ausgezogen ist und unsere Zeit so erstmal endet. Ja, ein auch etwas trauriger, aber nicht ganz so dramatischer, sondern mehr enttäuschender Moment dieses Jahr war, dass wir nicht so zur Rallye konnten wie geplant. Ihr habt vielleicht das Video dazu gesehen. Ich bin dort ein fremdes Pferd geritten und eigentlich waren Mona und ich angemeldet, mit Mila und Hanno. Ja, und das hat sich dann so ergeben, dass Monas Fuß kaputt war und Hanno auch lahm war und deswegen ist das alles nicht so geplant wie gelaufen. Gelaufen wie geplant. Wie Sarah gerade schon erwähnt hat, mein Fuß war kaputt dieses Jahr und das ist ja der schlimmste Moment. So dieser Moment von, das Leben hat einen anderen Plan als man selbst und zieht einem einen Strich durch die gesamte Rechnung, die ganze Jahresplanung irgendwie. Ich hatte einen kleinen Unfall, sage ich mal, und bin deshalb 3-4 Monate ausgefallen, was das Reiten angeht. Und das war irgendwie sehr blöd einfach, weil, wie gesagt, wir wollten eigentlich auf diese Rallye gehen. Es wäre vielleicht die Möglichkeit gewesen, mit Mila auf ein kleines Turnier zu gehen und generell einfach so den Sommer am Stall zu genießen. Und das war dann irgendwie
sehr blöd und hat mich psychisch auch einfach so ein bisschen runtergezogen, sage ich mal. Und es zieht sich natürlich auch einfach immer noch durch. Ja, genau. Also so 100% ist das Thema immer noch nicht abgehakt. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir trotzdem diesen Wanderrad durchziehen konnten. Und es ist auf jeden Fall, es ist Licht am Ende des Tunnels. Aber ja, das hat dann irgendwie das Jahr 2023 für mich so ein bisschen verdunkelt, um es mal sehr dramatisch auszudrücken. Ja, damit einhergehend auch wieder nicht so dramatisch war mein schlimmster Moment, dass Tano sich verletzt hat, beziehungsweise wahrscheinlich Mila ihn verletzt hat und ihm unter den Kiefer getreten hat. Was am Anfang sehr dramatisch aussah, weil wir halt auch nicht ganz wussten, ob der Kiefer selbst betroffen ist oder nur alles angeschwollen ist. Es war auf jeden Fall sehr blutig und angeschwollen. Und um das Ganze ein bisschen, enttäuschender zu machen, war das so 2-3 Tage vor dem Turnier und ich hatte irgendwie Angst, dass wir zu unserem ersten Working-Turnier nicht hinfahren konnten. Auch wenn das natürlich nicht der hauptschlimme Punkt war, sondern dass wir halt nicht wussten, ob der Kiefer was hat oder nicht. Aber der Tierarzt konnte schnell kommen und das hat sich dann recht schnell als relativ harmlos rausgestellt. Und dann wieder ein bisschen lockerer Moment und zwar der typisch Tano-Moment. Und davon haben wir wahrscheinlich sehr viele gehabt dieses Jahr, aber grundsätzlich hat Tano gerne Dinge im Mund. Das gibt dieses Video, wo er einfach mit dem vollen Äppelball rumspielt und versucht, mir den näher zu bringen und dann wieder umzukippen und wieder näher zu hüpfen. Einfach typisch Tano. Dann kommen wir zu unserem verrücktesten Moment. Und ja, das ist ganz klar auch so mit der letzte Moment. Und zwar, wir haben jetzt quasi ein zweites Pferd bei uns stehen. Und zwar den Sid. Dazu gibt es auch einen kleinen Vlog für die Leute, die das noch nicht wussten. Er ist ein 4,5-jähriger Traber-Wallach, der jetzt für ein halbes Jahr uns zur Verfügung steht. Und vor allen Dingen zum Einreiten da ist. das war nicht unbedingt sehr leichtsinnig, weil es funktioniert doch gut bisher und so, aber ein bisschen verrückt doch. Wir sind beide eigentlich gerade in unserer Bachelorarbeitsphase und haben nicht zu viel Zeit. Und aber manchmal muss man ein bisschen verrückt sein. Genau. Gut, dann kommen wir zu unserem teuersten Moment des Jahres oder unser Investitionsmoment. Wie auch immer, bezogen auf das Fertige. Das war bei mir auf jeden Fall mit dem höchsten Kostenpunkt der Hänger mit, ich glaube, 4.000 Euro. Und gebraucht. Und dann habe ich aber auch beide Sättel dieses Jahr gekauft. Das heißt, das war auch sehr groß. Das waren beides um die 3.000 Euro. Einmal den Sommersattel und einmal jetzt Ende des Jahres diesen Bückeburger Schulsattel. Deswegen, sehr teures, investitionsreiches Jahr. Für mich nicht ganz so teuer, aber ich habe auch eine Investition gemacht und zwar eine Decke gekauft. Die hatten wir damals im Laden gekauft, weil Sarah sich da tatsächlich auch eine ausgesucht hatte und ich habe schon die ganze Zeit so drauf geschielt und war so, die ist so schön, aber ich habe irgendwie kein Pferd. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, es gab einen zweiten, also ich habe die in so einem dunkelgrün und es gab einen zweiten Farbton, ja. Den Mona sich sehr verliebt hat. Ja, und irgendwie hatte ich die ganze Zeit so im Hinterkopf, ich brauche keine Decke, so ich habe kein Pferd für eine Decke und ja, dann kam Sid und dann war ich so, jetzt habe ich ja quasi ein Pferd für ein halbes Jahr, dann brauche ich auch eine Decke. Wir reden hier übrigens von einer sehr dicken Abschnittsdecke. Ja, aber da habe ich mein Geld gerne rein investiert und damit einhergehen auch einer der glücklichsten Momente. Meine Gamaschen, die ich auch gekauft hatte für Mila damals, passen farblich sehr perfekt zu meiner Decke. Und das Halfter von Sid sogar auch. Stimmt. Ja, das ist tatsächlich Zufall, dass sein Halfter in die Farbkollektion mit reinpasst. Das heißt, wir sind jetzt voll ausgestattet in taubenblauen Dingen. Ja, dann kommen wir zum stressigsten Moment des Jahres. Und das war für mich auf jeden Fall die Hängerführerscheinprüfung, wo ich wirklich sehr nervös vorher war und die auch viel Vorbereitung durch die ganzen Hängerfahrstunden und so benötigt hat. Aber ja, sie ist erfolgreich bestanden und hat so ein bisschen dann den Weg geebnet, dass wir dieses Jahr so viele Dinge unternehmen konnten mit Tano. Unser schönster Ausritt war tatsächlich der letzte Ausritt mit Mila und Tano zusammen, wo wir noch eine Freundin mitgenommen haben und einfach so im Wald sehr lange unterwegs waren. Es war komplett matschig und nicht besonders schön objektiv, aber es war einfach ein harmonischer, schöner Ausritt. Wir sind viel nebeneinander zusammen getrabt und auch sogar galoppiert und Ja, ich muss sagen, generell die Ausritte auch dieses Jahr mit Mila, auch wenn es nicht so super viele waren, waren für mich nochmal so eine nächste Ebene. Das ist, glaube ich, in irgendeinem Video schon mal angesprochen worden, weiß aber wahrscheinlich nicht jeder. Ich habe so ein kleines Thema auch, weil uns mal Pferde durchgegangen sind und ich seitdem so ein bisschen dazu neige, mal Panik zu bekommen, wenn die Pferde ein bisschen stärker anziehen im Galopp.
Und vor allen Dingen im Wald, also auf dem Platz nicht. Ja, genau, auf dem Platz nicht, aber halt im Wald, wenn sie ich dann das Gefühl habe, okay, ich verliere die Kontrolle, was aber bei den letzten Pferden eigentlich nie, also es ist nie passiert, aber es ist so in meinem Hinterkopf gewesen immer. Und ich muss sagen, ich bin Sarah sehr dankbar, weil sie mich immer wieder dazu gebracht hat, mit Ausreiten zu gehen und das sehr lange mit mir erarbeitet hat. Und ja, die Ausritte mit Mila, da war das Gefühl einfach komplett weg, selbst wenn sie dann halt mal stärker angezogen hat und früher ein Teil von mir da vielleicht Panik bekommen hätte, war das dieses Jahr halt einfach nicht so. Und deshalb, der schönste Ausritt war der letzte, aber generell die Ausritte waren einfach sehr wundervoll dieses Jahr. Wir haben auch noch den spontansten Moment dieses Jahr. Und da habe ich zwei Dinge. Zum einen habe ich mich ja doch sehr unvorbereitet mit Tano für ein Jump and Run angemeldet. Ich hatte eigentlich den Plan, auf so einem regionalen Turnier hier so einen kleinen Reiterwettbewerb, so einen Dressurwettbewerb mitzumachen, damit Tano einfach so ein bisschen mehr Routine in dem Prüfungsgeschehen kriegt und ich auch. Und dann ist von dem Dressurtag das Jump'n'Run noch mit drauf verlegt worden. Eigentlich war es so, dass samstags Dressur und sonntags Springen war oder andersrum. Und dann ist dieses Jump'n'Run mit auf den Dressurtag verlegt worden. Und dann habe ich mich da spontan mit meinem Bruder angemeldet. Dazu wäre vielleicht zu sagen, dass Tano und ich, es war im September und wir sind seit Februar nicht mehr gesprungen. Das war auf jeden Fall nicht vorbereitet, aber der Tano hat das sehr gut dafür gemacht. Er hatte ein bisschen Angst vor den Leuten, die geklatscht haben, weil Musik lief und war natürlich sehr aufgeregt, aber er ist überall drüber gesprungen und ja, wir hatten viel Spaß dabei. Und ja, ein weiterer sehr spontaner Moment war der Ritterkurs dieses Jahr. Und eigentlich, der Kurs kam nicht so überraschend, aber ich habe mich noch nie so schnell für einen Kurs angemeldet. Ihr müsst wissen, dass es so ein kleiner Traum von mir ist, mit Tano mal das berittene Fechten zu lernen und so ein bisschen mehr in diese Ritterrichtung zu gehen. Hört sich ein bisschen weird an, aber ja. Und ich hatte diese Kursausschreibung gesehen und ich habe mich am gleichen Abend noch unmittelbar für diesen Kurs angemeldet, ohne mit irgendwem abzustimmen, ob diese Daten passen oder nicht. Weil ich mich sehr darüber gefreut habe, dass das bei uns in der Region angeboten wird. Wir haben dieses Jahr natürlich auch mal Fotos gemacht und bei so Fotoshootings kommt es dann doch immer mal wieder vor, dass neben schönen und epischen Bildern doch das eine oder andere Grimassenbild dabei ist. Mila zeigt ihre Zunge sehr, sehr gerne und sehr, sehr schön. Da waren wir einfach ein bisschen im Herbstwald unterwegs und haben extra uns ein Blanket von der Besitzerin noch ausgeliehen, was sehr vorzüglich zum Wetter gepasst hat. Ja, ein kleines Western-Shooting einfach. Genau. Ja, ich habe auch ein grandioses Bild von Tano. Wir waren nämlich, was auch so ein kleiner Traum war, in der Brunsumer Heide ein Fotoshooting machen, wo wir ja jetzt mit dem Hänger die Möglichkeit hatten, hinzufahren. Und der Tano war den ganzen Tag so ein bisschen on fire und wollte dann, nachdem wir durch das Wasser geritten sind, zurück lieber über die Brücke, die nicht stabil genug für ihn war, aber er wollte nicht mehr zurück durchs Wasser. Und da ist dieser wunderschöne Lama-Moment entstanden, weil er gerne weiter über die Brücke wollte und ich ihn gerne zurückhaben wollte. Genau. Viel Spaß damit. Ja, und das war dann auch eigentlich schon unser Jahresrückblick. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was so euer Lieblingsmoment des Jahres war. Und ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!